Hallo allerseits, in dieser Sequenz zu Sinussatz und Cosinussatz möchte ich ein paar Übungen kommentieren, die in meinem Skript vorkommen. Eine Übung, da geht es darum, dass man einfach die Formeln anwendet. Man hat ein paar Größen gegeben in einem Dreieck und soll die restlichen Winkel oder Seiten oder was dann eben fehlt bestimmen. Hier bei der ersten Übung A, die Konstruktion, haben Sie drei Seiten oder die drei Seiten gegeben, A, B, C, und Sie müssen also die Winkel bestimmen. Das heißt, Sie gehen quasi in den Formel gucken, welche Formel dient mir dazu, und dann kommt man recht rasch darauf, dass das der Kosinussatz sein muss. Weil Sie sehen ja hier, wenn Sie den Kosinussatz haben, da kommen drei Seiten und ein Winkel vor, und wenn Sie den Sinussatz in einer Kombination nehmen, dann haben Sie zwei Seiten und zwei Winkel. Das heißt also, Sie werden den Kosinussatz nehmen für die Teilaufgabe A, weil dann können Sie die Gleichung nach dem Winkel auflösen. Hier beim Sinussatz würde Ihnen ja ein Winkel fehlen. Voilà, also Kosinussatz genommen, kann man zum Beispiel mit Alpha formulieren, wie es hier gemacht ist. Dann ist es reine Gleichungsumformung, können das nach Cosinus Alpha zuerst umstellen und dann auf beiden Seiten die Inversfunktion anwenden, was hier passiert. Und dann kommt der erste Winkel raus. Jetzt von hier aus kann man wieder, wenn man möchte, den Kosinussatz anwenden. Oder jetzt kann man aber auch den Sinussatz anwenden, weil ein Winkel ist ja jetzt bekannt. Das heißt, man kann jetzt eben zum Beispiel hier diese Beziehung da nehmen vom Sinussatz und dann nach Beta auflösen. Das wird im zweiten Schritt hier gemacht, also zuerst nach Sinus Beta aufgelöst und dann die Inversfunktion genommen. Und dann kommt der zweite Winkel raus. Der dritte Winkel ergibt sich natürlich einfach mit 180 Grad minus die beiden ersten Winkel, und damit hat man alle Winkel und die Seiten hat man ja sowieso. Die Fläche muss dann noch berechnet werden in dieser Übung. Da kann man einfach die Flächenformel nehmen, die bei der Herleitung des Sinussatzes vorkommt. Das wird hier gemacht in diesem Schritt da. Bei Teilaufgabe D, dort bietet sich der Sinussatz an. Man hat zwei Seiten und einen gegenüberliegenden Winkel gegeben. Also ich habe sie nicht notiert, man hat C, B und Beta gegeben. Das heißt natürlich, dann kann ich diesen Ausdruck exakt bestimmen, und ich habe auch noch den Wert C, den ich kenne, und dann kann ich diese gleichen hier nach Gamma auflösen. Das wird dann gemacht und man kriegt den entsprechenden Wert für Gamma, und damit weiß ich natürlich bereits alle Winkel. Alpha ist dann einfach 180 Grad minus die beiden, die ich jetzt kenne. Dann noch die letzte Seite, die fehlt, die Seite A. Das kann man auch wieder mit dem Sinussatz machen. Ich bevorzuge sowieso meistens den Sinussatz über dem Kosinussatz, weil man einfach weniger rechnen muss. Gut, die Fläche wird analog wie nah dann wieder ausgerechnet am Schluss. Bei Aufgabe 92 geht es darum, einen Tunnel zu bauen von B nach C, und man hat von A aus die Abstände gemessen nach B und nach C. Man kennt dort Distanzen und den Winkel zwischen B und C, also den Winkel bei A, Alpha. Jetzt geht es darum, herauszufinden, welche Länge hat der Tunnel X, mit X bezeichnet, und wenn ich bei B bin, in welche Richtung bezüglich A muss ich da den Winkel wählen, damit ich Richtung C dann gelange, wenn ich durch den Berg bohre. Also man hat zuerst einmal X, das man herausfinden will. Das ist natürlich typische Ausgangslage für den Kosinussatz. Kann man eine Seite herausfinden, wenn man die beiden anderen und ihren Zwischenwinkel kennt. Genau das ist hier gegeben, also Kosinussatz angewandt, und dann kriegt man nach dem Wurzelziehen die Länge des Stollens X. Jetzt für den Winkel Alpha kann man den Sinussatz brauchen. Man kennt ja jetzt alle Seiten und den Winkel hier. Also kann ich die Gleichung aufstellen, wie es hier gemacht ist, und dann nach Alpha auflösen, wie oben in der Übung 89. Bei der Übung 94 mit dem Schiff, da geht es darum, dass man ein Schiffchen beobachtet, und zwar zu einem Zeitpunkt, sagen wir t gleich 0, und dann eine halbe Stunde später. Frage, welche Richtung hat das Schiff, also welchen Kurs, und wie groß ist die durchschnittliche Geschwindigkeit. Nun, man kennt die Messpunkte bei den Beobachtungen, also die Distanz zum Schiff und den Winkel bezüglich Norden, und das ist blau bzw. grün eingetragen. Also zuerst war die Messung das Blaue und dann die zweite Messung war das Grüne. Die Distanz x ist wieder ein Fall für den Kosinussatz. Man sucht eine Seite, kennt aber die beiden anderen und ihren Zwischenwinkel. Da kann man einfach die 12,3 und die
35,2 zusammenzählen. Dann kriegt man also nach dem Eintippen und Wurzelziehen das x. Das habe ich nicht erwähnt jeweils, aber es ist klar, man nimmt einfach dann den positiven Wert. Im Grunde genommen gäbe es ja rein algebraisch zwei mögliche Lösungen beim Wurzelziehen, aber da es sich hier um Distanzen handelt, nehmen wir einfach den positiven Wert. Das Wert x ist in Kilometer, das müsste hier vielleicht noch ergänzt werden. Dann zum Kurs. Da kann man jetzt vielleicht nicht so direkt angeben, wie der Kurs sein soll. Ich würde ihn einfach bezüglich zwei Himmelsrichtungen bestimmen. Also wenn das Schiffchen hier so grob in diese Richtung fährt, dann würde ich zwischen Westen und Süden den Winkel angeben. Vielleicht von Westen aus in Richtung Süden gemessen. Das heißt also, ich interessiere mich eigentlich für diesen Winkel, da von Westen aus gegen Süden gemessen. Gut, dazu muss ich mal einige andere Winkel kennen. Ich kann beispielsweise den Winkel Alpha ausrechnen im großen Dreieck. Ich kenne dort ja alle Seiten und den Winkel da. Das heißt, ich kann mit dem Sinussatz Alpha bestimmen. Das wird hier gemacht. Einfach den Sinussatz nach Alpha aufgelöst. Damit kann ich den Winkel Beta bestimmen, weil ich jetzt ja diesen Winkel kenne, 35,2, das Alpha kenne, und damit ist es mir möglich, jetzt den Winkel dort bezüglich Norden zu bestimmen, dieses Beta. Und wenn ich dieses Beta kenne, dann weiß ich ja gerade, wie groß dieser Winkel da ist. Das heißt, ich kann den gerade schön für meinen Kurs brauchen, oder? Dieser Winkel für den Kurs, der ist ja gerade hier, da die Ergänzung von Beta bezüglich 90 Grad. Das heißt also, wenn Beta 101 ist, wie ich da ausgerechnet habe, dann ist der Kurs 11 Grad, also West 11 Grad Süd, weil es ja zu 90 Grad noch 11 Grad dazu braucht, um auf die 101 zu kommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.